Hallo und willkommen zu DBD. Ja, wie man sehen kann, wir zocken mit Michael Myers, mit dem Wandler. Das ist auch so ein Kandidat, mit dem ich eigentlich nicht gerne zocken tue. Da ist halt wirklich, ist halt einfach nicht so mein Fall. Was möchte er von mir? Okay. Was läuft mit der Person? Also manchmal fragt man sich wirklich, was das für Leute sind, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob er Freunde gesucht hat oder ob er überhaupt nicht wusste, dass ich der Killer bin. Vielleicht hat er gedacht, ich bin irgendwie bloß ein verkleideter, weiß ich nicht, Mensch oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Das Schöne ist, ich hier gerade jemanden gefunden habe, ist schon mein Diabolik 3 schon wieder komplett abgelaufen. Total geil. Genau, jetzt ist es nämlich abgelaufen und jetzt finde ich jemanden. Sehr schön. Das ist immer so. Das ist immer so. So. Oh, ich habe gedacht, er schmeißt die Palette. Nee, hat er nicht gemacht. Okay, komm. Wir schlagen erstmal eine. Ich glaube, da hinten ist auch gerade jemand gewesen. Da hinten. Oh, jetzt wirft er die Palette. Ganz aggressiver. Das haben wir sehr gerne, die aggressiven Leute von heute. Er hat das hart gezündet. Okay, und hallo, Kate, hier geben auch noch eine mit, so eine ganz kleine. Okay, da jagen dich, Kate, komm. Ja, ich glaube, sie wollte gerade Dead Heart zünden, sah zumindest so aus. Entweder wollte sie einen fahren lassen, in der Hoffnung, dass sie so Torpedoantrieb bekommen, so. So einfach so voll weg und so. Oder sie wollte... Sie wollte wirklich der Tat zünden, also eins von beiden war's. Was ist denn los mit euch, Mensch, Leute? Das ist doch schlimm. Das ist wirklich mein, das ist mein erstes, muss ich wirklich sagen, ja, wirklich mein erstes DVD-Video mit dem Wandler. Ja. Und dann kriegt man gleich solche Leute, die hier einfach bloß, keine Ahnung, Angst haben, fahren wollen oder... Ich weiß nicht, was sie wollen, das ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann sie doch jetzt sicher nicht alle verschonen, nur weil sie einfach sagen, ja, hier, hu. Sie guckt doch etwas ängstlich, die Gute. Ich meine, ich komme ja noch nicht mal dazu, mein Diabolik wieder auf 3 zu bringen, weil... Weil ja. Sorry, mein Herzblatt, aber... Ja gut, du bist auch so One-Hit, ne? Schade. Ich nehme sogar noch einen normalen Haken, ich nehme noch nicht mal einen Geißelhaken, komm. Okay, sie hängt zum zweiten Mal. Die Kate ist hier definitiv irgendwo. Ich hab's doch gesagt. Nein, Kate, lass den Scheiß. Lass den Scheiß, dann sind wir keine Freunde mehr. Okay, siehst du, die machen... Oh, da machen sogar 2 Leute Chance. Oh, yeah. Und Diabolik schon wieder abgelaufen. Ich sage ja, ich komme hier einfach nicht dazu, gell? Hier irgendwie jemand hier wirklich zu quälen, zu... Ja, da hinten rennt einer, das könnte
David? Ist das David? Ich hab keine Ahnung. Wie er heißt? Ich glaub. Oh, ich bin zu fett. Liegt bestimmt an meiner Maske. Ja, er geht zurück. Und komm, warte mal, du hinkst sogar schon zweimal. Du schaffst mir sogar in Ruhe. Nämlich bei Commander David. Hing nämlich noch nicht einmal. Und, oh, genau. Da ist er doch, gucke. Er rennt doch ganz stolz wie so ein Truthahn. Oh, wie er guckt. Guckt, wie er Angst hat. Man spürt seine Angst. Man sieht schon, wie die Hose ganz dunkel wird. Ja, oh. Ja, David, du bist ein ganz mutiger, du bist ein ganz mutiger, David. Ja, 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 ja. Hm, mein Freund, das hast du jetzt wohl nicht so gedacht, ne? Hallo? Wir müssen mal ganz schnell hier ganz dringend vorbei. Ich habe hier einen ganz schweren Fall. Ich habe einen ganz schweren Fall von, ja. Ich habe halt keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich die einfach alle vier rauslassen? Man merkt ja wirklich, dass es wirklich Anfänger sind. Boah, das ist halt wirklich meine Runde. Meine erste Runde mit Myers, gell? Das ist meine erste Runde mit Myers. Okay, erst in der zweiten Phase. Jetzt könntest du ihn eigentlich von mir holen. Jetzt könntest du ihn holen. Die Frage ist jetzt wirklich, was tue ich jetzt? Lasse ich alle raus? Hänge ich jemanden weg? Die Frage ist, wenn ja, wen hänge ich weg? Dieser Hypsox Dick, also hier der Bill, der alte Knusperkopf. Der alte Knusperkopf. Der hat da schon von Anfang an gebettelt, dass er raus möchte, dass er Angst hat. Du sollst mich nicht umkreisen, du sollst einen Gen machen. Ich bin kein Truthahn, den du angucken kannst. Ich bin nicht deine Beute. Ich bin nicht zum Essen gedacht. Okay, hier ist wohl jemand trotz besoffen. Okay, gefällt mir. Schön machst du das. Ja, ja, komm. Komm, mach deinen Mist. Mach deinen Mist, komm. Zieh an, meine Gute. Okay, da haben wir jetzt schon drei Leute überzeugt. Das müssen wir vielleicht rauslassen. Nein, wir lassen sie alle raus. Also wir lassen sie alle raus. Ist halt unsere erste Runde. Ja, ja, komm. Komm, mein Guter. Ja, mein Freund, komm. Komm, geh an den Chen, komm. Ja, ja, ist doch gut. Ja, komm. Komm, geh mit hin. Sehr schön. Komm, lass dich heilen, mein Freund. Ich bleibe auch extra hier stehen. Du musst keine Angst haben. Dauert jetzt natürlich zwar leider eine Weile. Ja, das ist unsere erste Folge mit Myers. Also man hat ja auch, ich denke, man hat gesehen, dass wir sie hätten alle weghängen können. Aber wir sind heute mal so freundlich mit Myers und lassen natürlich alle vier raus. Man merkt auch wirklich bei den Vieren, dass sie wirklich, ja, vielleicht erst keine Ahnung, wie viele Stunden haben. Also vielleicht 10, 15, 20 Stunden, wenn überhaupt. Also, oder sie haben mehr Erfahrung und tun einfach bloß so, wie sie halt einfach Mitleid haben mit mir als Killer. Oder die tun halt so, oder sie wollen halt Mitleid haben, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, egal. Da wir uns jetzt hier einfach zu freundlich anstellen, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Runde mit dem Meier, sofern es uns möglich ist, hauen wir sie alle weg. Außer es wäre natürlich ein sehr dummer Zufall, wenn die vier gleichen Personen wieder im Match wären. Und wir sie wieder rauslassen müssen.
Das wäre natürlich ziemlich kacke. Aber man muss halt auch mal als Killer zurückstecken und sagen, geht raus, meine Freunde. Ich meine, wo ich angefangen habe, Überlebender zu spielen, gell, mir war das genauso, gell. Ich war über jedes Mal, war ich dankbar, wo der Killer mich in Ruhe gelassen hat, wo der Killer mir... Was ist das, mein Freund? Was hättest du denn gern? Was möchtest du denn? Wo der Killer an mir vorbeigerannt ist. Und hat mich in Ruhe gelassen. War ich halt für jedes Mal dankbar, oder wenn er mich rausgelassen hat. Wer denn? Winkt mir doch nicht so viel zu. Okay, also sie haben auf jeden Fall schon mal Ahnung, wie man Farm tut. Also sie sind auf jeden Fall... Sie sind auf jeden Fall... Ja. Sie sind auf jeden Fall keine Neulinge. Sie wissen auf jeden Fall, wie man Farm tut. Also haben sie auf jeden Fall schon ein paar Runden auf dem Tacho. Was möchtest du denn? Achso, hier. Ja, alles gut. Ja, ist doch gut. Mensch, schreit mich doch nicht so an. Oh, da rennt jemand weg. Oh, David hat immer noch Angst. Das ist halt immer das Ding, gell? Die Leute denken dann jedes Mal, du möchtest farmen, aber du möchtest ja gar nicht farmen. Also ich zumindest für meinen Teil möchte nicht farmen. Ich möchte halt einfach bloß nett sein und möchte die rauslassen. Okay, wenn sie das so möchten, dann sollen sie das so haben. Ich meine, da kann man mal den Leuten mal eine Freude machen. Es kommen halt auch dann wieder finstere Zeiten, sage ich mal, oder finstere Runden. Wo man halt einfach nur rausgetunnelt, rausgekämmt wird. Hab ich selber schon so... Mensch, renn mir doch nicht vor der Linse rum und du brennst mich schon mit deiner Kippe an, du Kunde. Nee, es kommt dann halt auch wieder andere Zeiten, wo du dann einfach nur gecampt wirst, getunnelt wirst, oder wenn du als Killer spielst, wenn du da geteabagt wirst oder sowas. Habe ich schon sehr oft miterlebt, gell. Man wird einfach getunnelt oder man wird rausgetunnelt, man wird gecampt, es wird geslackt. Oder du spielst halt als Killer, als... Okay, da hat irgendwelche Anfälle. Oder du spielst halt als Killer, gell, und wirst die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten nur geteabagt oder mit der Taschenlampe gekillt. Ich meine, das sind auch mal so ein paar schöne Runden, lustig. Sag mal, wo kommen denn die ganzen Paletten her? Das ist ja Wahnsinn. Oh, sie macht noch ihre pinken Glyphen hier. Ja, das ist doch schön, wenn die Leute ihr Zeug machen können. Sehr gut. Er steht wirklich da und Feedback, das ist kaputt.
Er steht da und tippt. What the fuck? Eins. Du kriegst noch eine mit. Komm. Du holst ja auch noch eine ab. Sehr schön. Oh nein! Weil der weggerannt ist, der Penner. Nein, weil er weggerannt ist, dieser Arsch. Ja, aber dann würde ich schon mal sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte es nicht ganz so hart abgefuckt, dass ich jetzt alle vier Leute rauslasse. Aber wie gesagt, es muss halt auch mal sein. Jeder ist mal froh, wenn er mal so eine schöne Runde hat. Sei es als Killer, sei es als Überlebender. Ist halt immer wieder schön, mal sowas zu haben. Und genau, ich werde das vielleicht öfters mal versuchen so einzubinden, soweit es möglich ist, halt mal Leute rauszulassen. Und ja. Okay, dass dieser einer jetzt abgehauen ist, dieser Turki da. Ist natürlich ziemlich doof. Ja, steht da noch einer, komm. Ist natürlich doof, dass er da natürlich gleich abgehauen ist. Ist natürlich auch so, dass ich die andere Person umgeschlagen habe. Was natürlich ja überhaupt nicht mein Fall war. Aber was ich halt nicht wollte. Ja, na, meine Guten. Na, jetzt wird's aber langsam Zeit. Tschüss. Macht's gut. Ja, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.